Lobenswert, findet Rajia, denn eines der Probleme in Afrika ist, zurückzutreten, eine Niederlage zu akzeptieren. Afrika ist geplagt mit Führern, die nicht abtreten, die noch eher einen Coup riskieren. Doch wer, der ehemalige Fußballspieler, sagte: Ich akzeptiere meine Niederlage. Respekt. Kudos to him. Doch Rajia oder Mugabe, wie ihn die Fans liebevoll schimpfen, bleibt der Clubpräsident auf ewig im Amt? No, it will not be actually. I promise to leave next September. Will you? Yes, I will. September, please visit me. Im September trete er ab, verspricht der Präsident. Elfenbeinküste. FIFA-Weltrangliste Nummer 49. Das Team wird Les Elephants genannt. Die Elefanten haben im Heimturnier die Erwartungen übertroffen und sind überraschend ins Finale vorgestoßen. Die Begeisterung ist in den Straßen der ehemaligen Hauptstadt Abidjan schon frühmorgens sichtbar. Im Quartier Yopougon lebt Rosalie Touré. An einem Holzstand vor dem Haus verkauft sie Auberginen und geräucherten Fisch. Jetzt sitzt sie auf einem Plastikstuhl und betrachtet ein Handyvideo. Damals habe sie geweint. Franchement dit, ce jour-là j'ai pleuré, ça m'a fait couler des larmes. Pourquoi on est divisé ainsi? Wieso sind wir so gespalten, fragt die 50-Jährige. Das Video ist von 2004, als ein blutiger Bürgerkrieg das Land spaltete. Aus der Umkleidekabine wandte sich nach einem Spiel der Captain der Nationalmannschaft Didier Drogba an die Nation. Ivoirien, Ivoirien, du Nord et du Sud, du Centre à l'Ouest. Heute hat das Team bewiesen, sagt Drogba, dass die Elfenbeinküste zusammenleben kann. Sie hat für ein gemeinsames Ziel gespielt und sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dann kniet eine ganze Fußballnationalmannschaft vor der Kamera nieder. Drogba bittet die Kriegsparteien zu vergeben, die Waffen niederzulegen und Wahlen zu organisieren. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. Und schließlich wird doch noch die erstmalige WM-Qualifikation gefeiert in der Kabine.
Rosalie Touré hat die Gewalt damals im Bürgerkrieg selbst erlebt, als sich Rebellen aus dem Norden und die Armee aus dem Süden bekämpften, es hunderte Tote gab. Ja, ich bin tot. Parce que j'avais une voisine même qui avait sa fille, même qui a perdu sa fille dans ça. Die Tochter einer Nachbarin wurde von einer Kugel getötet. Touré hatte Glück im Unglück damals, ihre Familie blieb heil. Doch sie verlor ihr Geschäft im Zentrum der früheren Hauptstadt Abidjan. Jemand rief mich an, mein Laden sei zerstört. Alles war geplündert worden. Das hat mich ruiniert. Die ganze Familie. Der Laden war alles für uns. Die Lebensgrundlage war zerstört. Heute besitzt Touré nur noch ihren kleinen Holzstand. Bei der Versöhnungsrede in der Umkleidekabine mit dabei war Bonaventure Kalou. Hallo, Frère. Ça va, on est là, hein? Der Ex-Profi ist 46, sieht fit aus und hängt konstant am iPhone. Kalou erinnert sich. C'est vrai qu'on jouait tous à l'extérieur, on vivait pas en Côte d'Ivoire. Wir spielten damals alle im Ausland, lebten nicht in der Elfenbeinküste. Doch wir hielten es kaum aus, unser Land im Krieg zu sehen. De voir notre pays dans cet état-là. Die Kabinenansprache sei eine große Geste gewesen fürs gespaltene Land, glaubt Kalou, der übrigens heute Bürgermeister einer Kleinstadt ist. Voilà, c'était important de le faire. C'était important de dire aux Ivoiriens qu'on. Wir wollten den Ivoren sagen, dass sie nicht das Recht haben, ein so schönes Land zu zerstören, nur wegen der Politik. Das war uns wichtig. Doch hat die Rede von Didier Drogba tatsächlich den Bürgerkrieg beendet? Kalou schüttelt den Kopf. Es war nicht der Fußball, der den Krieg beendete. Die wichtigste Rolle des Fußballs ist, die Menschen zusammenzubringen, gemeinsam Emotionen zu teilen und den Alltag zu vergessen. Das glaubt auch Verkäuferin Rosalie Touré. Der Erfolg der Elfenbeinküste am Afrika Cup in diesem Jahr habe das Land vereint. Quand l'équipe nationale joue, en tout cas, on est tous derrière l'équipe nationale. Vous-même, vous voyez la preuve, vous êtes arrivé dans le quartier, vous voyez. Wenn das Nationalteam spielt, dann halten wir zusammen. Haben Sie die Fahnen im Quartier gesehen? Wir sind alle eins und unterstützen unser Land. Und doch bleibt die Elfenbeinküste auch ein Jahrzehnt nach den letzten Gewaltausbrüchen gespalten. Der Frieden ist in den Straßen, aber nicht in den Köpfen. Schweiz. FIFA-Weltrangliste Platz 18. Im Kader des Nationalteams hat ein Drittel der Spieler afrikanische Wurzeln. Zwischen den Saganser Bergen lebt ein Mann, der Afrikas Fußball kennt wie kein Zweiter. Ja, hallo, Otto Pfister. Guten Tag, Herr Pfister, Samuel Budi von Radio SRF. Ich möchte mit Ihnen etwas über Politik und Fußball in Afrika sprechen. Ja, kein Problem, können wir machen. Ich kenne das ja alles. Otto Pfister, 86. Der Deutsche kam als junger Spieler und Spielertrainer in die Schweiz. Danach, ab 1972, hat er insgesamt 8 afrikanische Nationalteams trainiert. Für diesen Job müsste man geschaffen sein, erklärt Pfister. Du kannst nicht arbeiten wie in zum Beispiel Europa, gibt's dann Clubs. Wir machen einen langfristigen Plan und nehmen dazu diesen Trainer. In Afrika gibt es nur Resultate. Du kannst auch nichts probieren, mal junge Spieler einbauen. Wenn das schief geht, bist du gerade weg. Und was führt dazu, zu dieser Ungeduld? Sind es die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Funktionäre oder eben auch die Minister, die Politik? Ich habe das erlebt im Kongo. Wenn jetzt der Fußball nicht läuft, die Mannschaft verliert, dann geht der Staatspräsident und sagt dem Minister, Junge, was ist denn da los? Gell? Und der geht auf den Verband los. Und der Verband geht auf den Trainer los. Gell? Also das sind so Abhängigkeiten, so politische Abhängigkeiten. Wenn das nicht läuft, ist das schlecht für das Land. Da wird der Staatspräsident sogar noch angegriffen. Gell? Das habe ich auch erlebt in Kamerun. Und wenn das läuft, dann ist das okay. Gerade im Kongo, also damals noch Zaire, da hat der Diktator Mobutu sie auch mal mitten in der Nacht aus dem Bett holen lassen. Ja, sicher. Der war der. Einmal haben wir gegen Angola gespielt, dann hat er mich kommen lassen. Gell? Das war 1987, ja? Ja, Mobutu Sese Seko.
Das war von dem Spiel gegen Angola. Denn dieser Kongo war ja westlich orientiert von den USA, gell? Und Angola auf die Russen. Da sagte zu mir, Trainer, du weißt, das müssen wir gewinnen, sagte zu mir.